Ich bin voll braun irgendwie. Ich glaube, das macht dieses Oberteil, das macht mich braun. Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder ein neues Video für euch. Und heute haben wir einfach nur eine Menge Produkte, die wir wegen TikTok gekauft haben. Kennt ihr diese TikToks, die immer vorgeschlagen werden, wo einfach die coolsten Dinge gezeigt werden, die das komplette Leben verändern sollen oder einen zu einem glücklichen Menschen machen? Wir sind etwas anfällig dafür und zeigen euch deswegen heute die Produkte, die wir wegen TikTok gekauft haben. Also wir sind gar nicht selbst schuld. TikTok ist schuld. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die schon Dinge wegen uns auf TikTok gekauft haben. Weil wir was hochgeladen haben. Oh, ja, das kann auch sein. Sorry dafür. Zum Beispiel dieses Ding, wo man 1000 Wasserbomben gleichzeitig machen kann. Lasst dem Video super gerne einen Daumen nach oben da. Und nicht vergessen, abonniert unbedingt unseren Kanal. Unter dem Video einfach auf Abonnieren klicken. Das würde uns sehr, sehr freuen. Das allererste ist schon mal ultra. Es ist das hier. Ein Sternenhimmelprotektor. Und auf TikTok hat es einfach so wunderschön ausgesehen. Der ganze Raum war voller Sternen und voller Licht. Das war traumhaft. Das war unglaublich. Und ich hoffe, das sieht in echt auch so aus. Wie groß ist deine Hoffnung? Sehr groß. Ich denke mal, wir sollten vielleicht in einen kleineren Raum gehen. Aufs Klo. Das Feeling am Klo ist jetzt nicht so toll. Abstellkammer. Und es ist sogar mit Musik, glaube ich. Kann man es gleich einschalten? Braucht es Batterie? Wie geht das? Noch passiert gar nichts. Wir müssen auf die Nacht warten. Habe Geduld. Der Gerät steckt. Wir müssen jetzt dunkel machen. Ups. Noch sieht man nicht viel. Bluetooth Mode. Okay, sie redet mit mir. Oh, es geht los. Cool, alles glitzert. Wie sehe ich eigentlich aus? Wie eine Krankheit. Das ist ja schön. Ich schlafe nur noch damit. Das sieht aus wie Alien-Invasion, wenn man nur das Grüne sieht. Kann man da was umschalten? Das ist die Helligkeit. Und das ist, glaube ich, für Musik. Oha! Das ist das Krasseste, was ich je gesehen habe. Wie sieht das aus? Einfach nur verrückt. Das habe ich aber nicht bestellt. Das ist toll. Du magst es doch nicht, wenn zu viel Öl verwendet wird. Und das hier ist eine Ölsprühflasche. Und damit kann man so, keine Ahnung, seine Pfanne einfach nur mit so 2 Sprühen Öl einfetten. Und man muss nicht so gleich eine Flasche Öl reinkippen überall. Hallo, das ist lebensverändernd. Da ist sogar noch so, da sind noch Sachen gratis dabei. Unter 10 Euro hat das gekostet. Ein Designerstück. Und hier ist sowas Lustiges noch dabei. Voll weich. Kannst du deine Ohren mitputzen? Test es mal bei dir. Ein Trichter auch noch. Was ist das für ein Lebensgewinn? Das ist super. Ist Glas. Let's test. Mini-Trichter rein. Das kann dauern. 100 Jahre später. Ich starte hier gleich eine Kochsession, um den Ölspray zu testen. Es gibt heute Tomatensuppe und French Toast. Die Tomatensuppe natürlich nicht mit Ölspray, deswegen die Beilage French Toast. Und dafür sprühen wir jetzt Öl in die Pfanne. Cool. Man sieht leider nichts. Ja, weil es so dezent ist. Man sieht ein bisschen glitzern, seht ihr das? Oh, es hat sogar daneben gesprüht. Das ist übrigens salziger French Toast. Darauf habe ich mich am meisten gefreut. Das hier ist zum Mitnehmen. Oder auch für zu Hause. Wer bekommt es zuerst auf? Ich. Ich habe es mit Gewalt gemacht. Geilo. Wer errät jetzt in den nächsten 5 Sekunden, was das ist? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, hier kommt die Auflösung. Das ist Seife. Das sind Seifenblättchen für unterwegs. Und dann nimmt man sich immer eines und wäscht sich damit die Hände. Also Wasser braucht man schon noch, aber das ist die Seife. Voll cool und riecht mega lecker. Also nach Seife halt. Und es gab es übrigens nur in diesem riesen Set zu bestellen. Deswegen haben wir jetzt an jeden unserer Freunde ein so ein Seifenpäckchen zu verschenken. Ich glaube, so viele Freunde habe ich nicht mal. Schenk einfach denen ein paar mehr, wo du denkst, die haben es nötig. Okay. Na, ob das jetzt funktioniert? Ein Blatt in meiner Hand und Wasser. Einfach aufgelöst? Ja, also es sind so ein paar Stückchen hier noch. Aber das fühlt sich an wie Seife. Und wie ist die Portion? Ich finde, es passt genau. Wenn ein bisschen zu groß sogar, wenn man noch so ein paar Stückchen hat. Das passt genau. Das riecht auch richtig frisch. Finde ich super. Aber mit Wasser? Das ist klar. Endlich hast du wieder mal deine Hände gewaschen. Ja, ja. Das hier ist das nächste. Oh, stylisch. Nachdem ich es endlich mal ausgepackt habe, ein Feuerzeug. Ich will hier mein Produkt vorstellen und du wirst es schon wieder einschalten und hier die Leute verletzen. Das ist ein
Laser. Wie heißt das? Taser. Taser? So ein so ein Elektroschocker, was die Polizei manchmal hat. Also mich hat die Polizei damit noch nie festgenommen. Nein. Das hier ist ein super Feuerzeug. Erstens mal, hier entsteht gar keine Flamme, sondern nur so ein Strahl, der dann den Docht zum Brennen bringt. Und das hier ist biegbar. Das heißt, man kann einfach so zack in jede Kerze. Ich glaube, es ist lebensverändernd. Halt das mal ins Mikro. Das ertrage ich nicht. Ich hole eine Kerze. Das ist wirklich ein Laserschocker. Was für einen Duft haben wir hier? Wir sind schon im Herbst angekommen. Pumpkin. Kürbis. Es hat ein bisschen gedauert und das Feuerzeug ist jetzt ein bisschen verkokelt. Ich weiß ja nicht, ob das so super funktioniert. Vicky wird euch Bescheid sagen, wenn sie es noch 100-mal getestet hat. Jetzt auf off. Hier sieht man immer, wie faul es noch ist. Duftet auf jeden Fall gut. Das riecht verkokelt. Schätze ich selber schon. Dem vertraue ich nicht. Ich bin schon so in Herbststimmung, Leute. Für mich kann es schon losgehen mit Herbst und mit Last Christmas und mit Winter und Schnee. Halloween! Was passiert hier? Oh, hier raucht ein bisschen viel. Was ist, wenn der Rauchmelder gleich losgeht? Hey, die ist gar nicht aus. Guck mal, die kokelt immer noch. Aus! Ich glaube, du feuerst die immer noch an, wenn du hinpustest. Oh, wir haben ja einen Deckel. Hier, Deckel drauf. Nimm den Sauerstoff. Das explodiert bestimmt gleich. Das raucht noch immer weiter. Hier wird Rauch eingesperrt. Seht ihr das? Lassen wir ihn raus, den Rauch. Oh, wir werden verbrennen. Also das hatte ich bei einem normalen Schönhäuter aber noch nie. Ja, irgendwie ist es sehr gefährlich. Kauft euch das nicht. Das nächste Produkt, da ist ein Haar dabei. Ist das von dir? Als ob. Das sieht aus, als von dir, dem, der das eingepackt hat. Ich hatte das noch nie in der Hand. Das hier ist schon wieder für meine küchenhaften Putzkünste. Vielleicht kennt ihr die ja schon. Ich bin super. Man sollte vielleicht dazu sagen, dass Vicky als Kind immer Putzfrau werden wollte. Und irgendwie verfolgt sie diesen Traum immer noch. Ja. Und ich will mir mit den Dingen das Leben so leicht wie möglich machen. Und das hier ist ein Ständer für den Spülschwamm, der gleichzeitig ein Spender, also Ständer und Spender in einem, ich weiß nicht mehr, wo ich war, gleichzeitig ist hier unten Spülmittel drin. Und dann macht man so, tschu, tschu, und dann hat man Spülmittel auf dem Schwamm. Cool oder cool? Ich finde, das braucht man im Leben. Ich glaube, man braucht es nicht. Ich glaube, man braucht schon. Erstmal einfüllen. Deckel drauf. In Position. Sieht jetzt so mittelstylisch aus, ehrlich gesagt. Das ist mein aktueller Spülmittelspender. Sieht ein bisschen schöner aus. Oh, hat schon geklappt. Wenn man ein bisschen mehr will, nicht schlecht. Und schon geht's ans Putzen. Oder auch nicht. Der Schwamm war übrigens auch schon dabei. Das will ich vorstellen. Ja, ich muss erst die Asche darunter nehmen von unserem Brand gerade. Ich muss mal gucken, ob das hier schon gelöscht ist. Ist es schon gelöscht? Oh, da kommt ja schon wieder Rauch raus. Das ist wie Räuchern. Es raucht noch immer ein bisschen. Ich mach das da rein. Das ist das Coolste. Das war eigentlich außerplanmäßig. Es war ein Unfall. Wir haben so ein cooles TikTok gesehen. Da gibt es ein Gerät. Das ist der Marshmallow-Röster. Oder irgendwie so hieß das. In Amerika heißt es S'mores Maker. Also man macht dieses Marshmallow-Sandwich damit. Ihr wisst ja, Marshmallow kann man über Feuer oder über die Kerze machen. Aber das ist beides nicht. Das ist in elektrischer Form. Man spießt trotzdem ein Marshmallow auf, hält es einfach da drüber und wie aus Zauberhand, weil das irgendwie Hitze produziert, wird das ganz weich. Wahrscheinlich ist es so ähnlich wie das hier. Lebensgefährlich. Und das wollten wir unbedingt haben. Aber das gibt's hier nicht. Das kann man nur nach Amerika bestellen. Dann waren wir sehr, sehr traurig. Wir haben überlegt, nach Amerika zu ziehen, aber ich glaube, das lohnt sich nicht für dieses eine Ding. Deshalb haben wir uns auf die Suche gemacht und uns selbst was ausgesucht. Es kam dann so auf uns zu, das war ein Schicksal. Vielleicht wären wir gestorben mit diesem elektrischen S'mores Maker, weil der explodiert wäre. Und deswegen ist es Schicksal. Und jetzt ist diese Maschine auf uns zugekommen. Es ist ein... Trommelwirbel! Churros Cake Maker. Warum Cake? Keine Ahnung. Eigentlich ist es einfach nur ein Churros Maker. Mega cool. Den muss man dann so flippen, damit die Churros von allen Seiten lecker werden. Beste. Ich weiß gar nicht, was für ein Teig das ist, aber es ist irgend so ein Teig, so ähnlich wie Donuts oder so. Die sind so wie Pommes, aber süß. Und die isst man mit Nutella und ich esse die immer im Urlaub und es ist der Hammer. Und die gibt es entweder in ganz viele, in klein, wie auf so einem Pommes-Tablett, oder in groß und dick, wo dann hält man das so und beißt so ab. So. Und dann kann man die mit Zimtzucker oder mit whatever. 1, 2, 3, 4 passen rein. Können wir das bitte gleich machen? Oh ja. Ist da ein Rezept drin?
sehr viele Sprachen. Das ist ja nicht mal Deutsch oder Englisch. Russisch und Arabisch haben wir hier. Französisch. Wer kennt's? Deutsch findet man irgendwie nie. Hier ist das Rezept. Nö, das ist nur die Schnellanleitung. Wir haben jetzt schon mal Brandteig vorbereitet. Das braucht man nicht für Churros. Und eine Zucker-Zimt-Mischung. Achtung, fertig, Churros! Das geht ja voll schnell. Ich glaube, der wird schon hart. Geht nicht mehr auf. Also nicht mehr brand. Hallo, Freunde! Heftig! Aber die brauchen noch. Das ist nämlich zum Drehen da, dieses Gerät. Keine Ahnung, was das für ein Sinn macht. Schöne Anleitung. Und tada! Das sieht ja schon besser aus. Die sehen richtig gut aus. Puh, die sind aber auch schon knusprig. Schnell raus damit. Oh. Und die nächste Ladung direkt rein. Ich habe die jetzt mal alle bezuckert, aber es sind auch noch welche übrig für die Schokosoße. Das sieht aus wie in einer Churros-Fabrik. Ich habe schon gesagt, wir machen einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Kostprobe. Oh, richtig gut. Schmecken sie wie echte, die man kauft? Fast. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wir sind auch auf TikTok und machen da zurzeit super, super viel. Also guckt gerne bei uns auf TikTok vorbei. Da heißen wir Victoria Sarina, genauso wie hier auf YouTube. Und wenn ihr uns hier noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch gerne machen. Einfach kostenlos auf den Abonnieren-Button klicken. Abonniert uns bitte überall. Überall, was es gibt und was ihr kennt. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.